macht eigentlich nur Sinn, wenn es ein Remix ist. Weil alles andere auf Sunshine Live wäre irgendwie völlig Katz. Ich wollte ja vorhin noch den Autofahrer warten, der hinter dem LKW fährt, aber der wollte nicht anhalten. Der wollte nicht hören. Der hat es dann schon gemerkt, wenn er mal dem anderen, wenn er beim LKW in den Heck kennt. Aber es kommt diese Eintönigkeit kommt dazu. Du fährst die Strecke jeden Tag. Du kennst die Strecke auswendig. Du weißt, wo jedes einzelne Schlagloch ist. Jede Bodenwelle kennst du. Du kannst sagen, hier und da ist das und das und das. Und irgendwann wird es automatisch. Du machst irgendwann das Ganze automatisch. Du lenkst automatisch, du gibst Gas an und du weißt, wann du wie schnell fahren kannst. Und dann kommt da plötzlich sowas. Als es dann in der Kurve klappt und plötzlich. Ja, mal nun, ne? Und dann hängst du plötzlich, da hat einer die Schilder platt gemacht. Da hat jemand die Schilder, der wusste, der konnte nicht schnell genug auf die Situation reagieren. Und schwupp, hängst du im Zaun drin. Ist nochmal so, ist mir auch schon passiert. Rückwärts, also nicht rangieren, ja, aber hinten, also durchfahren. Und dann kommt irgendwann so ein Platz, wo du mit der Zugmaschine und mit dem Anhänger drehen kannst, aber da ist so wenig Platz, dass du musst ausholen, du musst die Kurve richtig nehmen. Und ich bin gefahren und bei meinem Anhänger hat sich die Stoßstange im Zaun eingekeckt und hat den kompletten Zaun rausgerissen. Ja. Nur weil ich ein bisschen zu viel ausgeholt habe. Das passiert als Anfänger. Na, soll halt jemand Zaun am Arsch hängen. Maschendrahtzaun, Deutschland. Da soll jemand Maschendrahtzaun am Arsch kleben. Oder von der Hebebühne reißt der Hydraulikschlauch. Und die ganze Ziffer, du brauchst die Hydraulikleitung, um deine Bühne zu benutzen. Dann musst du in die Werkstatt fahren, kannst du nicht laden, wenn das Ding nicht funktioniert. Dann stehst du da als Anfänger. Zum Glück war eine Firma in der Nähe, wo Hydraulikschläuche reparieren konnte. Keine 50 Meter weiter, da bin ich auch Bus gefahren. Wie ist denn das Kaff? Rotenburg, da unten. In Rotenburg, etwas weiter. Ein kleines Stück weiter. Blaufelden, glaube ich, da in der Richtung. Weißt du, ist das vor oder nach? Nicht ganz sicher. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Blaufelden hieß das Kaff, glaube ich. Feuchtwang, da in der Nähe. Blaufelden heißt das Kaff. Das ist auch Post. Das wird jetzt richtig knapp neben das Auto. Also haben wir ganz neben mir, aber die diagonal hinter mir. Gleich ist er neben mir. Boah. Alter Schwede, ey. Da machst du was mit auf der Autobahn. Ey. Jetzt ist er da. Es ist ein Lieferbus mit Anhänger und Auto drauf. Ein Franzose. Schwanfelder kennst du mich? SW, aha. Okay, Schweinfurter mit dem französischen VW Passat. Sieht hier was aus wie Passat. Neues Modell. GD. Was ist GD?
ist auf jeden Fall, das ist eine 746, 748, 746, 747A8. Das ist ein Tscheche. Und der fährt ziemlich weit. Ich kann leider nicht weiter überholen, weil der ist ziemlich, entweder ziemlich schnell oder lässt frei. Also frei. Gerade war ich noch schneller wie er, fahre ich halt hinten nach. Habe ich gerade nicht damit. Wenn er schneller ist, hat es keinen Sinn, dann an dem vorbeizuziehen. Das macht keinen Sinn. Weil er mich dann sowieso wieder überholt. Seiner fängt jetzt an zu schwächeln. Ich gebe jetzt gerade mal überhaupt kein Gas, weil, also so ein bisschen so, damit ich ein bisschen Abstand gewinne. 80 sind wir gerade und der schwächelt. Jetzt leckt mich doch am Arsch weh. So, willst du mich hier verarschen mit einem tschechischen Zug oder was? Also entweder du hast es gerade rollen lassen, ne? Oder ich weiß nicht. Also ich bin schneller wie du. Tritt hier ins Kreuz, ey. Ich bin schneller. Autofahrer, ich habe zwar weniger Platz wie du, ne? Du weißt schon, ne? Dass ich weniger Platz habe wie ihr. Ich habe noch einen Kollegen neben mir. Und der hat genauso viel Platz wie ich. Nämlich fast gar keinen. Also entweder willst du mich hier verarschen oder ich weiß nicht, ey. Habe ich kein Problem, fahren wir allerdings auf der Mittelspur. Ist noch nicht wurscht. Wo sind wir denn gerade daheim? Wo ist denn mein Licht? Oh, das ist ganz schön schwer im Moment. Oh, jetzt lass mich erstmal rüberkommen. So, kann ich übergeben, ja. Lalalala. Junge, was für ein Wetter heute. Ich habe mir doch blöde Gedanken, BMW-Fahrer. Wie schnell hast du deinen Kofferraum im Handschuh fahren? Einmal bremsen, reicht schon. So, dann da oben auch. Mein Anhänger schwimmt gerade ein bisschen. Der macht gerade seinen Freischwimmer. Zehnpferdchen. Gar nicht gut. Heilbronn sind wir schon. Endlich. Plus ein Grad. Und es regnet. Naja, es ist mehr so mehr gemischt Schneeregen. Mehr Regen als Schnee. Aber trotzdem, so eine Mischung aus diesem ekelhaften Zeug. Schnee wäre mir eigentlich lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Busse und Fahrzeuge mit Anhänger. Ah, ja, auch PKWs.
gehören dazu. Es gibt auch welche mit Sonderzeichen. Da steht es dann nochmal drauf. Also alle Fahrzeuge über 7,5 Tonnen mit Anhänger. Zum Beispiel. Oder was? Über 7,5? Ich glaube, über 7,5 oder ab 7,5? Nee, ich meine jetzt LKW oder Gesamtgewicht. Ab 7,5 auf jeden Fall. Ich muss schon wieder mal in die Bücher reingucken. Ich weiß schon gar nichts mehr. Ey. Hallo. Na da. Rüber, DVD-Bürger stammt die Autobahn. Dann lassen wir einfach mal mit seinem M1 DGX, DGA, DGX was glaube ich. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich lasse mir das andere Mal. Ich hab's denn eilig. Ich doch. In Ruhe sterben. Ja. So ungefähr. Ja. Genau. Richtig. Wo habe ich eigentlich da? Da. Das ist ein ganz beschissenes Gefühl. Bei Tempo 90 die Kiste runterbremsen. Das wird lustig. Wenn das Ding jetzt im Schleudern gerät wird, bei 90 km/h, keine Chance. Da kannst du vom Glück reden, wenn du nur die Leitplanke triffst. Und wenn du nicht durch die Leitplanke durch auf die Gegend fahrst, dann kannst du vom Glück reden. Dann geht ganz schnell 40 Tonnen. Nee. 20 Tonnen, 25 Tonnen reichen schon, die Leitplanke hier platt zu machen. Die halten, das Ding hält mich nicht auf. Und das Ding da drüben schon gerade, zwei davon, aber nee, weder noch. Betonmauer für so einen LKW, kein Problem. Da fährt er einfach mal durch. Rangenau, bei Dortmund, Rangenau, da fehlt ein Stück Betonmauer. Also zu meiner Zeit fehlte da ein Stück, lange Zeit fehlte da ein Stück von der Betonmauer. Da waren auch die Reifenspuren, dass ein Kollege den Rangenau und hat die Betonmauer einfach mal kurz weggeräumt auf seine Breite, 2,50 Meter. Da ist einfach mal kurz rauf, durch. Wo es drüben auf der anderen Seite weitergeht, weiß ich nicht. Ob es da runter geht, ob es rauf geht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er durch. War nie wieder gesehen. Ja, so ungefähr. Betonmauer, kein Problem. In Antwerpen zum Beispiel, war das Antwerpen, das war glaube ich kurz vor Antwerpen in dem Kaff, da hat ein ganz massives Stück Beton gefehlt. Auf einer Brücke. Da ging es dann 10 Meter ins Wasser. Da hat er richtig, das war halb Meter hoch, 40 Zentimeter Betonmauer. Meter hoch. Brückenmauer. Die hat gefehlt. Auf einer Breite von 3 Meter. Da ist auch einer durch. Ich weiß noch nicht wie, aber es war wirklich, also krass. Das ist richtig der 30-40 cm, das war nicht nur was. Ich weiß, ob da einer durch ist. Ich weiß es nicht, aber es wäre möglich.